Die WHO ist seit Jahrzehnten unterfinanziert. Und ein großes Problem ist, die WHO wird zu einem sehr großen Teil von einem einzigen Menschen finanziert, von Bill Gates. Die Queen Mary Universität in London. Hier forscht der Mediziner David McCoy. Als Arzt arbeitete er 15 Jahre lang vor allem in Südafrika und gilt als Experte des öffentlichen Gesundheitswesens. Seit ein paar Jahren wird die WHO immer weniger von der Weltgesundheitsversammlung und den Regierungen kontrolliert, die ja eigentlich für sie verantwortlich sind, sondern von einer Handvoll privater Spender. Einer der Spender ist die Gates-Stiftung. Seit 2000 engagieren sich Bill Gates und seine Frau mit einer der größten Privatstiftungen der Welt für das Gemeinwohl. Die Bill und Melinda Gates Foundation spendete allein an die WHO seit Ende der 90er Jahre über 2 Milliarden US-Dollar. Wenn Bill Gates morgen sagen würde, würde er lieber Bildung unterstützen oder vielleicht ganz was anderes, Umweltschutz betreiben, auch gute Sachen, dann würde die WHO in sich zusammenbrechen. Diese Entscheidungskompetenz obliegt bei einem einzigen Menschen inzwischen. Und das ist Ausdruck von feudalen Strukturen. Das müssen wir uns als demokratisch gesinnte Gesellschaft klar machen, welche Prozesse wir inzwischen zugelassen haben. James Love ist in der Genfer Politik gut vernetzt und verfügt über viel Insiderwissen. Die Entwicklung der WHO betrachtet auch der Amerikaner skeptisch. Wenn ein privater Stifter mehr Geld gibt als Deutschland, mehr als England und mehr als die USA, kann man davon ausgehen, dass er Einfluss hat. Es ist naiv zu denken, dass das nicht so wäre. Die meisten verstehen nicht, was das bedeutet und welche Ziele die Gates Foundation hat. Man muss sich klar machen, dass die Gates-Leute nicht einfach so völlig unbedacht daherkommen. Sie haben einen genauen Plan von dem, was sie tun wollen. . 2010 regte Bill Gates das Jahrzehnt der Impfungen an. Die WHO folgte. Ein Jahr später durfte er dieses Ziel dann vor der Weltgesundheitsversammlung stolz verkünden. Das Video davon kursiert bis heute im Netz. Ende des Jahrzehnts wird jedes Land sicherstellen können, dass alle Kinder geimpft werden. Bereits 1999 initiierte Bill Gates mit einer Spende von 750 Millionen US-Dollar die Gründung der Impfallianz Gavi. Eine öffentlich-private Partnerschaft, an der unter anderem die WHO, UNICEF, die Gates Foundation und die Pharmaindustrie beteiligt sind. Die Konzentration auf Impfkampagnen lässt weniger Mittel für andere Maßnahmen übrig. Mit sauberem Wasser und ausreichender Nahrung könnte man, so meinen Kritiker, langfristig mehr Leben retten. Wie sehr die Gesundheit der Menschen von ihrer Lebenssituation abhängt, sieht man im Niger-Delta. Seit den 60er Jahren fördern hier internationale, aber auch nigerianische Konzerne Öl. Das Abfackeln des für die Konzerne nutzlosen Erdgases hat fatale Folgen. Durch den giftigen Ölregen erkranken viele Menschen. Ihre Ernten werden zerstört. Das Umweltprogramm der Vereinten Nationen stellte 2011 fest, nur eine gigantische Ölsäuberungsaktion könne das Gebiet wieder zum Leben erwecken. Wir sind auf die Gnade Gottes angewiesen und auf irgendeinen Wohltäter, der unsere Geschichte vielleicht hört. Die Gates-Stiftung könnte so ein Wohltäter sein. Doch man setzt andere Prioritäten. Bei den Bewohnern von Kana kommt Hilfe kaum an. Wir haben aus der Geschichte gelernt, dass die Gesundheit der Menschen vor allem von sozialem Fortschritt, dem Ausbau der Demokratie und von einer wirtschaftlichen Gleichstellung profitiert hat.
Was die Gesundheit der Menschen weltweit wirklich verbessern könnte, wäre ganz einfach eine Umverteilung von Reichtum. Daran scheint der Gates Foundation nicht gelegen zu sein. Im Gegenteil, sie verdient ihr Geld auch mit Unternehmen, die in der Kritik stehen, die Lebensbedingungen vieler Menschen zu verschlechtern. In seiner Steuererklärung muss der Trust der Stiftung auflisten, wie er sein Geld anlegt. Bill und Melinda Gates sind die Treuhänder dieser Vermögensverwaltung. Der Politikwissenschaftler Thomas Küchenmeister hat sich die Investitionen genauer angeschaut. Wir haben große Unternehmen, die für CO2-Emissionen verantwortlich sind. Große Ölproduzenten wie zum Beispiel BP. Wir haben Shell, alles Unternehmen, die auf verschiedenen Ebenen in die Kritik geraten sind. Shell ist einer der Konzerne, dem vorgeworfen wird, das Niger-Delta zerstört zu haben. Es ist eine Reihe von problematischen Unternehmen, die wir gefunden haben im Portfolio der Gates-Stiftung. Wir haben sehr viele Waffenhersteller, also quasi das Who is Who der Top-Waffenhersteller dieser Welt. Der Gates Foundation Trust hält Anteile an Airbus. Auf seiner Homepage bewirbt das Unternehmen Kampfjets. Airbus ist über eine Tochtergesellschaft in die Herstellung von Atomwaffen involviert. Auch in Boeing hat die Stiftung investiert. In Internet-Werbefilmen zeigt der Flugzeughersteller, dass er neben Passagiermaschinen F-15 Kampfflugzeuge baut. Die F-15-Maschinen von Boeing, die werden auch nach Saudi-Arabien geliefert. Und Saudi-Arabien setzt diese Flugzeuge im Jemen ein, im aktuellen Konflikt. Und mit diesen Flugzeugen werden auch Streubomben abgeworfen, völkerrechtlich verbotene Streubomben. Und auch mit der Pharmaindustrie ist man verbunden. Aus der Steuererklärung 2014 gehen die Investitionen in Pharmaunternehmen klar hervor.